Willkommen zurück zu einem neuen Part von Pokémon Legenden Arceus. So, es geht nun weiter. Wir waren hier im weißen Frostland stehen geblieben und unsere nächste Aufgabe wird es nun sein. Wo steht das? Genau, gleite mit Vashaquil hinab auf dem Arctidas Eisblock und sammle dort Permaeis ein. So, das ist unsere nächste Aufgabe, die wir erfüllen müssen. Und wir haben hier den, ja, Vashaquil gerade eben, ja, bekommen als Flugbegleiter und wir werden ihn das erste Mal benutzen und auf diese Insel fliegen. Schauen wir mal, ob ich damit klarkomme. Oder wie schwer das Ganze ist. Okay, es sieht relativ leicht aus. Beschleunigen mit B. Ah, okay. Aber wie komme ich jetzt runter? Komme ich da jetzt zu schnell runter? Darf ich ihn wirklich runterfallen lassen? Will er nicht sterben oder so? So, untersuchen wir das mal hier. Dein Arceus-Phone scheint auf irgendetwas zu reagieren. Du hältst ein Stück Permaeis. Ein Eisklumpen, der Arctilas, dem König des Schneefelds, viel Freude bereitet. Es heißt, er sei ein Fragment von einem Arctilas, das vor langer Zeit lebte. Waha! Endlich habe ich es bis nach oben geschafft. Oh, du bist auch hier. Du bist ein Eisblock von oben angeflogen, um an Permaeis zu kommen. Wo nimmst du nur diese Entschlossenheit her? Du überreichst Ren das Permaeis. Von deiner Strebsamkeit kann ich nur den Hut ziehen. Mache mir noch immer einige Gedanken, aber ich werde alles für deinen Kampf gegen Arctilas vorbereiten. Bitte komm zum Eisgipfelkampffeld. Oh, und versuch bloß nicht, das nachzumachen, was ich gleich tun werde. Sprünge von solch einer Höhe sind nur für Leute mit gestählten Muskeln möglich. Also dann. So, dann wollen wir doch mal dahin. Ah ja, da steht Sinkflug und Beschleunigen auf E. Wenn das nicht Sarina ist, es ist wirklich eine seltene Freude, anderen Menschen im weißen Frostland zu begegnen. Ich bin hier, um Ren die Schwertlinge zu bringen, die er bestellt hatte. Doch dabei habe ich etwas Interessantes über Arctilas aufgeschnappt. Bist du neugierig? Immer. Natürlich bist du das. Also, Arctilas ist ja der fünfte König der Hisui-Region. Das stimmt, und es verfügt über gewaltige Kräfte. Ich habe gehört, dass es nicht nur Eisklumpen auf seine Gegner schleudert, sondern auch noch riesige Eiszapfen verschießt und Eiskristalle aus dem Boden emporheben kann. Klingt das nicht viel zu stark für ein einzelnes Pokémon? Übrigens sollen Arctilas früher bis zu 30 Meter hochgewachsen sein. Klingt das nicht viel zu groß für ein einzelnes Pokémon? Da habe ich einen Ratschlag für euch. Wenn man Schwertlinge verputzt, zahlt sich danach das Muskeltraining besonders aus. Na schön, dann auf zum Kampffeld. Ja, ich hätte Arctilas zu gern gesehen, aber das ist mir doch zu gefährlich und außerdem zu kalt. Ich empfehle mich.
So, wo müssen wir hin? Oh naja, du kleines. Und natürlich ausgebrochen. So, hier haben wir ihn. Das wird auf jeden Fall spannend jetzt. Da wären wir also. Die Stärke deines Willens hat triumphiert. Oder rührt deine Stärke vielleicht daher, dass du sowohl in der Welt der Menschen als auch in der Pokémon wandelst? Jedenfalls werde ich jetzt aus dem Permaeis Ruhegaben für dich anfertigen. Keine Sorge, ich habe mir genau sagen lassen, wie das geht. Dank deiner überwältigenden Muskelkraft wird es nicht lange dauern. Sieh her und staune. Wenn du Arktilas nun besänftigen willst, dann schreite voran. Aber sei gewarnt, Arktilas schleudert Eisklumpen durch die Luft. Wenn du also den Hauch einer Chance haben willst, es zu besänftigen, denke auch daran, auszuweichen, um dich zu schützen. Okay, ich bin bereit. Würde ich sagen, probieren wir es. Ich finde, wie gesagt, ich spiele das blind. Ich habe keine Ahnung, was mich bei dem Boss erwartet. Ich hoffe, ich stelle mich nicht allzu dämlich an, aber mal gucken. Bis jetzt ging ja alles ziemlich glimpflich und gut aus. Wenn das wirklich so ein riesen Pokémon ist, wie das gesagt wird. Ach du grüne Neune, was ist das für ein Riesen? König des Schneefelds, Arktilas. Wie soll ich gegen das eine Chance haben? Ist hier noch größer als alles, was ich kenne. So, dann wollen wir mal. Er hinterlässt seine Schneekugeln hier. Boah, wenn man das zu früh macht. Das ist ein Überstrahl oder was? So, dann kämpfen wir mal gegen dieses Arktilas. Naschweif, Level 56 hat er. Und nochmal nach Schweif. Okay. Geht wieder weiter ein Déjà-vu mit den Schneekugeln. Oh. Und nochmal ein Hyperstrahl. Und der nächste Kampf. Mann, ist das ein Riesending. Aua. Er leidet einen Rückstoß. Und nochmal.
Wow, okay, jetzt kommt hier eine zusätzliche Attacke oder was? Oh, jetzt muss ich hier aufpassen. Darf mich aber trotzdem nicht in die Enge treiben lassen. Oh, macht er hier jetzt? Oh! Aua! Oh mein! Meine Fresse, ey! Oh. Und noch mal ein schöner Kampf. Machen wir mal die Hydropumpe. Schauen wir mal, wie viel die abzieht. Boah. Das war heftig. Und das war's. Ja, Magdi, das geschafft. Boah, 9.600 Euro, wie viel Erfahrung du kriegst. Wahnsinn. Ja, danke, liebe Zuschauer. Wells, die Frosttafel von Arktilas. Der Steintafel wohnt die Energie des Typs Eis inne. Wird sie auf ein bestimmtes Pokémon angewendet, erlangt es die Kraft des Typs Eis. Meister Ren, warum seid ihr so niedergeschlagen? Wie konnte so ein großes, mächtiges Wesen wie Arktilas von einem so kleinen Menschen besänftigt werden? Was für ein Monster des Himmels ist dieses Mädchen? Sie ist kein Monster. Sie hat alles riskiert, um unsere Könige und Königinnen zu besänftigen. Du musst wissen, Sarina, dass Meister Ren kaum etwas wichtiger ist als als der Pearl Clan. Er glaubt von ganzem Herzen an das ehrwürdige Sinnoh. Deshalb ist er dem Austausch mit dem Diamantclan und der Galaktik-Expedition gegenüber so unheimlich skeptisch. Er befürchtet, dass unsere Hingabe zum ehrwürdigen Sinnoh darunter leiden könnte. Aber auch das wird sich ändern. Perla? Mit Pokémon an unserer Seite können wir alle Schwierigkeiten überwinden. Das habe ich von Sarina gelernt. Ich will mich auch darum bemühen, meinen Gratiola zu größerer Stärke zu verhelfen und so meinen Horizont noch mehr zu erweitern. Ich verstehe, du hast dich bereits verändert, Perla. Du enttäuschst einfach nie Sarina. Nun, sind alle Königinnen und Könige besänftigt? Müsste sich dann nicht auch am Riss im Zeitraumgefüge etwas ändern? Wer weiß, aber es kommt mir vor, als wäre der Riss ein bisschen kleiner geworden. Ja, mir auch. Jedenfalls hoffe ich, das war's jetzt. Immerhin müssen wir uns keine Sorgen machen, falls wieder merkwürdige Blitze aus dem Riss kommen, solange Sarina da ist. Stimmt, solange wir sie haben, können wir beruhigt sein. Du, Perla? Wir glauben zwar nicht an dasselbe ehrwürdige Sinnoh, aber mittlerweile finde ich euch Leute vom Pearl Clan gar nicht mehr so übel. Das fasse ich mal als ungeschicktes Kompliment auf. Wie dem auch sei, damit wären alle Königinnen und Könige besänftigt. Ich würde sagen, wir gehen zur Expeditionsleiter Denboku und sehen, ob er bei solch guten Nachrichten sein Stirn. Stirnrunzeln mal ablegen kann. Oh, das bezweifle ich. Ich habe aus der Luft zugesehen. Es war wirklich ein spannender Kampf. Ja, schön. Dann fliegen wir doch mal.
diesem schönen Punkt da nach hinten. Obwohl ich ja eigentlich hätte mich teleportieren können, aber. Ja. Dann wollen wir doch mal zu Senpoku gehen. Hab relativ wenig gefangen, muss auf jeden Fall mal wieder was tun. Dass ich mal den nächsten Sternerang kriege. So. Habe auch noch eine Menge Nebenquests zu erfüllen. Ja, bei dem hat sich nichts getan. Ich dachte, das entwickelt sich noch mal oder so. Aber das scheint natürlich nicht der Fall zu sein. So. Dann wollen wir doch mal zu den Boku. Alle Könige und Königinnen sind in Rage verfallen und du hast sie alle wieder beruhigt. Wir wissen zwar immer noch nicht, warum es zu diesen Vorfällen gekommen ist, aber jetzt ist die Sache wenigstens erstmal erledigt. Dein mysteriöses Auftauchen aus dem Riss im Raum-Zeitgefüge hat Hisui Frieden beschert. Morgen beginnt endlich wieder der normale Alltag. Stärke dich in der heißen Kost und ruhe dich aus. Bis die Galaktik-Expedition in Hisui unbeschwert leben kann, hat der Forschungstrupp noch eine Weile zu tun. Irgendwas muss ja jetzt passieren. Kannst gleich noch ein paar Portionen Kartoffelmochi zubereiten. Ubeshi. Wenn du sonst noch was Leckeres anzubieten hast, kannst du es auch gleich mitbringen. Jetzt, wo auch Aktilas sich wieder beruhigt hat, können wir ganz Hisui erforschen. Ich hatte zwar daran gezweifelt, dass wir Aktilas wirklich besänftigen mussten, obwohl es niemandem etwas getan hatte. Aber ich bin froh darüber, dass sich als Resultat nun alles sicher fühlen können. Wäre Sarina nie vom Himmel gefallen, hätten die Königinnen und Könige in ihrer Rage wahrscheinlich großen Schaden angerichtet. Und dennoch, ich frage mich, warum der Riss mit ihrer Besänftigung nicht verschwunden ist. Moment, wenn sich der Riss schließen würde, könnte Sarina nicht mehr nach Hause zurück, oder? Weiß es nicht. Dem werden wir nachgehen. Außerdem hast du mit Jubeldorf immer einen Ort, an dem du bleiben kannst, Sarina. Na dann, morgen geht es wieder frisch ans Werk. Immerhin haben wir vom Forschungstrupp uns als Ziel gesetzt, den Pokédex zu vervollständigen. Solange Sarina bei uns ist, schreibt sich der Pokédex doch fast von selbst. Vielleicht sollte ich einfach ihr Assistent werden. Assistent? Humius, du bist doch selbst ein vollwertiges Mitglied des Forschungstrupps. Naja, das stimmt schon, aber egal. Jetzt wird erstmal gegessen und dann geschlafen, damit ich morgen wieder fit bin. Ich bin auch pappsatt vom Essen wollen. Leckeren Chinesisch. Boom! Oh nein, was geschieht? Was ist passiert? Das Unheil. Oh je, das klingt nicht sehr gut. Haben wir noch irgendwas, wo wir in die Kiste legen? Cool.
Eine ganze Menge gesammelt. Das gefällt mir nicht. Der Himmel sieht ganz komisch aus. Was hat das nur zu bedeuten? Sarina, wir haben ein Problem. Noch größer geworden. Ich glaube, der wird jetzt nicht sehr begeistert sein. Der sieht schon böse aus jetzt. Oh dear, oh dear. Aus dem Riss im Raum-Zeitgefüge strömt eine unfassbare Energie und der Himmel hat sich rot gefärbt. Ich habe eine Nachricht von Expeditionsleiter. Du sollst augenblicklich zu ihm kommen. Das kann kein gutes Zeichen sein. Der Himmel sieht ominös aus. Ja, sehr ominös sogar. Du hast nach uns gerufen. Möchtest du die Besänftigung aller Könige und Königinnen besprechen? Nicht ganz. Auf uns wartet gerade eine wesentlich dringendere Angelegenheit. Just in der Nacht, nachdem Darina aus dem Riss gefallen kam, schossen seltsame Blitze aus dem Himmel, die Axanthor und die anderen in Rage versetzten. Aus meiner Sicht liegt es also nahe, dass zwischen dem Mädchen und den Blitzen ein Zusammenhang besteht. Wer oder was bist du wirklich, Sarina? Willst du jetzt gegen mich vorgehen? Mir die Schuld für alles geben oder wie? Ja, deine Aufgaben erfüllst du gewissenhaft. Doch das ändert nichts daran, dass deine Herkunft ein Rätsel bleibt. Wenn du aus demselben Riss gekommen bist wie die Blitze, wie diese Blitze, musst du etwas mit der Rage der Könige und Königinnen zu tun haben. Wolltest du dir unser Vertrauen erschleichen, indem du sie besänftigst? Doch wozu? Was führst du als nächstes im Schilde? Senpoku. Was? Sie führt gar nichts im Schilde. Wie kommst du nur darauf? Genau. Und glaubst du denn wirklich, dass Sarina überhaupt die Macht besitzt, solch schreckliche Kräfte zu entfesseln? Könnt ihr wirklich mit absoluter Sicherheit sagen, dass sie unschuldig ist? Immerhin kam sie einfach so aus dem Riss im Raumzeitgefüge gefallen. Wer kann dafür garantieren, dass sie uns die Wahrheit erzählt hat? Möglicherweise ist sie gar nicht die, für die sie sich ausgibt. Aber das ist doch absurd. Natürlich kann keiner von uns jeden Zweifel an Serena aus der Welt schaffen. Ich finde das ihr gegenüber ungerecht. Was soll Serena denn tun, sich unser Vertrauen zu verdienen? Ganz einfach. Ich gebe ihr die Gelegenheit, sich durch eine Forschungsmission zu beweisen. Doch diese wird sie nicht als Mitglied der Galaktik-Expedition bestreiten, sondern unter den Bewohnern von Jubeldorf sind viele, die dir nicht über den Weg trauen. Solange du diese Zweifel nicht aus dem Weg geräumt hast, können wir es uns nicht leisten, dich als Mitglied der Expedition zu behalten. Deshalb entlasse ich dich hiermit offiziell aus deinen Diensten. Bis du erklären kannst, warum dieses Unheil über uns hereingebrochen ist. Nein, bis du es vollständig abgewendet hast und deine Unschuld überzeugend nachweisen kannst. Bist du in Jubeldorf nicht mehr willkommen? Haben wir uns verstanden, Celestis? Jawohl. Wie herzlos. Habt ihr wirklich so wenig Vertrauen in Sarina? Es nützt nichts, sie in Schutz zu nehmen. Ich erfülle hier nur meine Pflicht als Leiter der Galaktik-Expedition. Ich erkenne an,
dass du uns etliche Dienste erwiesen hast. Daher gestatte ich es, dass du das Dorf aus eigenen Stücken verlässt, anstatt gleich hier in Ketten gelegt zu werden. Ah, er hat sie doch nicht alle. Du wirst aus dem Dorf verbannt. Was? Die Entscheidung ist gefallen. Gehen wir. Hier entlang. Oha. Und sie mich tatsächlich aus dem Dorf verbannen. Ich kann mit niemandem reden, also das heißt, ich muss ihr folgen bis zum Ausgang. Was ich echt ziemlich gemein finde. Na, die Leute hier denken nichts Gutes über mich. Hier müssen sich eure Wege trennen. Ich weiß. Aber ich bin dafür verantwortlich, dass sie in den Forschungstrupp aufgenommen wurde. Daher will ich sie persönlich zur Grasland-Basis eskortieren und ihre Verbannung sicherstellen. Ich komme auch mit. Und ich natürlich auch. Na schön, ich gestatte es. Ihr seid also zur Grasland-Basis unterwegs. Ich wünsche eine sichere Reise. Na toll. Solchen Bewohnern wünscht man normal nichts Gutes. Hat man so viel getan, hat man sich den Arsch aufgerissen, dass nicht mehr Unheil passiert und dann sowas. Nicht gerecht, auf jeden Fall. Ich kann nicht fassen, dass der Boss so unfair zu dir ist. Du hast die Könige und Königinnen doch nur besänftigt, weil es dir aufgetragen wurde. Ganz genau. Nur weil uns aus dem Himmel gefallen kamst, verfügst du noch lange nicht über die Kraft, ihn komplett rot zu färben. Das ist eine absurde und unwissenschaftliche Schlussfolgerung. Als Wissenschaftler muss ich diese Entscheidung deutlich kritisieren. Ich denke, ihr tätet besser daran, euch nicht weiter einzumischen. Wenn ihr ebenfalls in Schwierigkeiten geratet, weil ihr Sarina in Schutz nehmt, wäre damit niemand geholfen. Allerdings gibt es noch andere, die dir zu Dank verpflichtet sind und dir vielleicht helfen können. Dim und Perla beispielsweise. Aber ja, vielleicht können der Diamant-Clan oder der Perl-Clan dich aufnehmen. Dim und Perla sind allerdings schon wieder in ihre Siedlungen zurückgekehrt. Warum versuchst du nicht bei Toppin? Den findest du sicher am Baumriesenkampffeld. Leider habe ich keine Ahnung, wo Jonas sich herumtreibt. Du darfst da draußen nicht sterben, das ist ein Befehl. Ich stelle dir alles zur Verfügung, was du für deine Forschung brauchst. Hörst du? Du wirst dich daran gewöhnen müssen, den Argwohn anderer genauso zu ertragen wie ihre Bewunderung. Du hast keine Kontrolle über ihre Taten oder Gefühle. Wichtig ist, dass du deinen eigenen Werten treu bleibst. Was wird nun aus meinem Traum, von dem ich dir damals am Strand des Aufbruchs erzählt habe? Ohne dich wird die Vervollständigung des Pokédex nie Wirklichkeit. So, suche Toppin auf. Das Unheil. Ja. Das machen wir noch kurz. Du, was hast du da angerichtet? Sieh nur, wie groß der Riss jetzt ist. Blitze aus diesem gigantischen Riss könnten bestimmt jedes einzelne Pokémon in Hisui in Rage versetzen. Der ganze Perl-Clan steht gerade Kopf. Wir hätten wissen müssen, dass nichts, was vom Himmel heruntergefallen kommt, ein gutes Omen sein kann. Du willst, dass ich dir helfe?
Das würde ich ja gern, aber damit könnte ich Perla große Probleme bereiten. Du hast uns sehr geholfen, als du Axandor besänftigt hast. Ich wünschte, dafür könnte ich mich jetzt erkenntlich zeigen, aber allein vermag ich nichts zu bewirken. Vielleicht kann Yona mehr für dich tun. Sie ist doch sonst auch so hilfsbereit. Du findest sie vermutlich an der Felsenbrücke. Dieser Ort scheint für sie voller Erinnerungen zu stecken. Irgendwo in den Weiten von Isolde wirst du sicher einen Platz für dich finden. So, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, liebe Zuschauer, dann erfährt ihr das erst im nächsten Part. Es geht auf jeden Fall sehr spannend weiter. Und ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Lasst gerne einen Daumen da und auch gerne ein Abo für die weiteren Videos und Projekte, die folgen werden. Und bis zum nächsten Mal.